Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Joomla 3 Anfängerhilfe. Aus gegebenen Anlass möchte ich euch heute zeigen, wie man die Seitenbeschreibung in die Joomla-Seite einfügt. Wofür ist das gut? Ich zeige euch das ganz einfach an einem Beispiel. Ich rufe Google auf und suche nach Joomla und wir bekommen da jede Menge an Ergebnissen gezeigt. Das Ergebnis, was ihr euch näher anschauen sollt, ist eben dieses hier. Joomla.org. Man hat eine ansprechende Überschrift. Man sieht hier den Link zur Seite. Man hat eine Beschreibung von der Seite innerhalb von einem Satz. Weiß man, worum es geht. Und ja, das darunter, das sind natürlich Informationen, die Google mir sendet, dass ich die Seite schon dreimal aufgerufen habe, nämlich heute. Der letzte Besuch war ebenfalls heute, weil man das nämlich ein bisschen genauer angeschaut hat. Wo kommt eigentlich diese Überschrift von dieser Webseite her? Wie würde es ausschauen, wenn ich meine Webseite, momentan diese, bei Google suchen würde, beziehungsweise wenn ich sie dann auf der Seite 100 dann tatsächlich finde, wie würde sie dargestellt werden? Das ist ganz einfach. Die Überschrift würde bei mir da oben stehen, Home, so wie hier oben im Browser, beziehungsweise im Tab steht Home. Mehr steht nicht, wenn ich mir jetzt da angucke, zum Beispiel die Joomla.org Seite. Ich öffne die mal in einen eigenen Tab. Da habe ich im Tab exakt das gleiche drinsteht wie oben im Browser und das ist wiederum exakt das gleiche, was Google mir als Überschrift anbietet. Der zweite Satz, also die Beschreibung der Seite, kommt ja auch nicht von irgendwo. Wenn man sich das nämlich ein bisschen genauer anguckt, wir fangen einmal bei Schritt 1 an, nämlich die Überschrift, die kopieren wir uns einmal. Wenn man einen Rechtsklick auf die Seite macht und sagt, in Seitenquelltext möchte ich anzeigen, und dann STRG F drücke und mit STRG V die Überschrift einfüge, dann sehe ich, dass der Titel, der angezeigt werden soll, sprich im Browser oder im Tab oder und im Tab und halt auch bei Google so aufgeführt wird, ist hier hinterlegt. Jetzt gehen wir mal auf meine Seite und sage den Quelltext, sollen Sie mir bitte anzeigen. Sag STRG F und gebe ein Title, um zu finden, was in meinem Title steht. Da steht nämlich nur Home drin. Dieses Home findet sich halt, wie schon erwähnt, im Tab und oben in der Browserleiste. Ich möchte das Home natürlich nicht da drin haben. Ich möchte auch nicht, dass Google meine Seite mit dem Home indexiert. Es ist egal, wo ich hingehe. Wenn ich hier gehe auf Joomla Basics, dann steht halt da oben drinnen Joomla Basics, weil der übernimmt ganz einfach den Menüeintrag, um ihn in den Tab, in den Browser und auf Google in die Überschrift zu übernehmen. Wir wechseln ganz einfach ins Backend, um das zu beheben, gehen hier auf Menüs, auf den Menüeintrag, den wir ändern möchten. Ich bleibe jetzt einmal einfachheitshalber bei Joomla Basics. Dann habe ich hier die erweiterten Optionen im zweiten Reiter. Habe hier als erstes einmal angezeigte Beitragsoptionen, die mich momentan nicht interessieren, die schließe ich. Und habe hier eine Seitenanzeige. Seitentitel im Browser, das ist das, was dann halt im Tab und oben im Browserfenster angezeigt wird. Und das möchte ich gerne bearbeiten. So, um jetzt meinen eigenen Seitentitel zu definieren, trage ich ganz einfach das, was ich da oben drin stehen haben möchte, in dieses Feld ein. Übertreibt es nicht, macht es halt. Nehmt euch da ein Beispiel, das ist kurz und knackig, man weiß sofort, worum es geht. Ich schreibe da jetzt einmal rein, Joomla Basics Schritt für Schritt zum Erfolg und speichere das Ganze mal ab. Wenn das gespeichert ist, refreshe ich mal meine Seite. So, das ist passiert. Und ich sehe jetzt oben im Tab drinnen Joomla Basics Schritt für Schritt zu. Da ist der Tab zu klein, aber oben im Browser steht Schritt für Schritt zum Erfolg. Und das würde dann in diesem Fall dieser Überschrift entsprechen. Natürlich werdet ihr für Home eine andere Überschrift wählen als für ein Untermenü. Und um diesen Satz jetzt hier zu finden, die Beschreibung des Inhalts, kopieren wir uns den noch einmal und rufen uns hier nochmal den Seitenquelltext auf. Ich suche den nochmal und dann sieht man hier in den Metadaten gibt es eine Description, also eine Beschreibung. Und da steht eben dieser Satz drin, der ist halt ein bisschen länger als die Überschrift. Klar, soll ja auch die komplette Homepage beschreiben und den potenziellen Besucher neugierig machen, was er da findet. Es schaut natürlich immer besser aus, ihr müsst es glaube ich selber zugeben, wenn es oben eine ordentliche Überschrift gibt, eine ordentliche Beschreibung. Um diesen Satz jetzt zu ändern, müssen wir wieder ins Backend gehen, wieder bei dem Menüpunkt unter erweiterte Optionen, aber dieses Mal auf Metadaten. Und hier gibt es die
Meta-Beschreibung. Und nur, um es halt hier zu demonstrieren, kopiere ich halt diesen Satz von Joomla.org ebenfalls hier rein. Keine Sorge, ich lösche den dann gleich wieder raus. Sage Speichern. Dann refreshe ich die Seite und sage wieder Seitenquelltext anzeigen. Und wenn ich jetzt danach suche, sehe ich, dass in den Metadaten in der Description eben diese Beschreibung meiner Seite auftaucht. Ja, jetzt möchte ich euch am Ende noch zeigen, wie es wirkt, wenn eine Seite nicht für Google optimiert ist. Ich blätter mal ein paar Seiten nach hinten. So, ich habe hier eine gefunden. Diese Seite hat eine dürftige Überschrift, zumindest bei Google. Und wenn man sich die Beschreibung der Seite anschaut, hier, den Rest decke ich ganz einfach ab. Ich möchte niemanden schaden. Auch die anderen Seiten werde ich abdecken. Wenn man sich hier die Beschreibung der Seite anschaut, dann erkennt man sofort, da hat sich keiner die Mühe gemacht, da was Vernünftiges reinzuschreiben. Joomla wurde da sich selbst überlassen und hat nach eigenem Gutdünken eine Beschreibung zusammengestoppelt. Selbst wenn diese Seite in den ersten Rängen auftauchen würde, mit der Überschrift und mit der Beschreibung, glaube ich nicht, dass ein Nutzer tatsächlich dann auf diese Seite klicken wird. Zum Vergleich zeige ich euch noch einmal, wie das ansprechend ausschaut. Hier haben wir die perfekten Beispiele, wie es ausschauen sollte, damit auch tatsächlich potenzielle Besucher der Seite diesen Link anklicken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen bzw. geholfen, um halt auch besser zu verstehen, was man dafür tun kann, um das Erscheinungsbild der eigenen Homepage in den Google-Suchergebnissen positiv zu beeinflussen. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin mit eurer Homepage. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr es mir gern unten in die Kommentare reinposten. Oder wenn es ein bisschen komplizierter ist, schreibt es mir eine Mail über YouTube. Ich beantworte jede Mail und wenn ich helfen kann, dann tue ich das auch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!